Warum sagt er das dann? Warum sagt er, er will die Scheidung? Michael ist verletzt. Da sagt man manchmal Dinge, die man gar nicht so meint. Er schafft das schon. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Kaffee gemacht. Klar hast du einen Fehler gemacht, aber es wird schon seinen Grund haben, oder? Natürlich haben wir Probleme. Wir haben einfach zu viel Alltag und zu wenig Spaß. Aber ich bin fremdgegangen, nicht er. Gib ihm Zeit. Dann wird ihm klar sein, dass euch mehr verbindet. Viel, viel mehr. So, die Wunde sieht schon wieder sehr gut aus. Das heißt, Nora kann ab morgen die Verbände wechseln. Okay, super. Möchtest du einen Lolli? Luis, der Doktor spricht mit dir. Das macht er in letzter Zeit öfter. Ich weiß nicht, ob er nicht hört oder nicht hören will. Luis! Hey. Möchtest du einen Lolli? Ich würde mir gerne mal die Ohren ansehen. In dem Alter ist eigentlich eine Ohrenschmalz-Überproduktion nicht ungewöhnlich. Ich guck mir mal dein Ohr an. Ich will gerne mal seine Ohren durchspülen. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Na klar. Super. Frau Al-Shah kommt um 9:30 Uhr. Und bringt sie einen Dolmetscher mit? Die Bürgerhilfe stellt ein. Mit Verlaub, Sie sehen ganz schlimm aus. Ich weiß. Instrumente sind sterilisiert. Danke, Edeltraut. Ich komme gleich. Hier. Dieses Augenfluid, das wirkt wahre Wunder. Das ist bio und vegan, kann gar nichts passieren. Einfach in die Tränensäcke einklopfen und dann sieht man aus wie frischer Morgentau und nicht mehr das heulende Elend. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Bitte durchsehen, unterschreiben und dann zurück an mich. Magst du noch Soße? Sag einfach, wenn du noch mehr willst, ja? Vermisst sie sehr, hm? Ihr habt sie einfach weggeschickt. Luis, das darfst du nicht sagen. Außerdem, wo hätte sie denn schlafen sollen, hm? In deinem Zimmer? Das ist doch viel zu klein. Glaub mir, Oma war in dem Heim gut aufgehoben. Alte Menschen sterben. Das ist das Leben. Sie fehlt dir. Uns fehlt sie auch. Musik.
Wahrscheinlich schaffen Lisa und Michael das. Na klar. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee? Du bist doch die geborene Teetrinkerin. Seit ich in München diese geniale Kaffeebar entdeckt habe. Die machen das da mit so einer Art Siphon. Es sieht aus wirklich wie in einem Chemielabor. Das ist wirklich genial. Auch Max ist schon ein richtiger Kaffee-Aficionado. Aha. Na Max, mein Kollege. Ja? Ich bin nicht eifersüchtig. Gibt's auch gar keinen Grund dafür. München verändert dich. Ja, München ist toll. Viel Input. Und irgendwie hip. Hörst du denn nicht beim Reden zu? Was sag ich denn? Du klingst irgendwie so wie diese 20-jährigen Hipster. Mit Bart im Gesicht, nur dass du doppelt so alt bist. Danke. Sehr charmant. So war das jetzt auch nicht gemeint. Na, wie denn sonst? Klingst einfach anders, aufgesetzt, so gekünstelt, gar nicht wie du selbst. Ich versuche eben, irgendwie mit der Zeit Schritt zu halten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gruber jetzt noch mit dem Assessment Center? Ich dachte, es ist fix, dass ich CEO werde. Soweit ich höre, hat Dr. Gruber noch eine externe Lösung im Visier. Katja, will der mich abservieren? Hast du irgendwas in diese Richtung gehört? Ich weiß es wirklich nicht, Stefan. Aber es wird von dem Ergebnis der Beurteilung abhängen. Okay, Katja, hör zu. Ich habe jetzt gleich den Termin mit den Leuten von Distream. Cancel den Lunch mit Microtech und verschaff mir einen Termin bei Gruber, ja? Bis später. Bis später. Was bist du für ein Idiot? Hast du keine Augen im Kopf oder was? Hey, das ist eilig. Nein. Willst du zu mir oder zu Lisa? Zu Lisa. Das mit der Scheidung hat sie sehr getroffen. Ja, mich auch. Sie liebt dich. Und den anderen. Ich bin einmal weg. Können wir reden? Jetzt? In der Mittagspause? Ja. Bitte. Haben Sie Kopfschmerzen oder Schwindel? Ein leichtes Schädelbrummen. Setzen Sie sich bitte auf die Liege. Dauert das noch lange? Ich muss zu einem Meeting. Sie haben hier jede Menge Stressverspannungen. Ja, möglich, aber ich bin wegen des Unfalls hier. Ja, habe ich jetzt ein Schleudertrauma oder nicht? Und kann ich den Idioten auf Schmerzensgeld verklagen? Ich bin kein Anwalt. Aber laut der Diagnose Ihres Orthopäden haben Sie nur eine leichte Dehnung Ihrer Weichteilstrukturen. Whatever. Schreiben Sie mir das auf und geben Sie mir eine Halskrause. Sowas macht man heutzutage nicht mehr. Außerdem wollen wir die Muskeln bewegen und nicht ruhig stellen. Soll heißen? Ich empfehle ein spezielles Bewegungstraining für zu Hause. Zusätzlich machen wir eine Quermassage und eine Triggerpunktbehandlung. Muss das sein? Ich weiß momentan beruflich überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Sie sollten einen Gang zurückschalten. Ich will geschäftsführender Vorstand werden. Ich sollte Zwischengas geben und noch mal einen Gang hochschalten. Es ist Ihr Körper. Aber wenn Sie es übertreiben, dann wird er Sie in den Leerlauf zwingen. Ja, okay, Deal. Aber machen Sie schnell, ja? Herr Dangelmann, bitte ohne Handy. Aber wie stellst du dir das vor, Michael?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich dich nicht verlieren will. Vielleicht habe ich das auch schon. Ich wollte mich nicht scheiden lassen. Was warst du? Ja, weil ich wütend war. Unverletzt. Aber man kann Worte nicht einfach so zurücknehmen. Sie hinterlassen Wunden, Spuren. Taten auch. Ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte auch, dass du nach Hause kommst. Wirklich? Ja. Bitte. Na, Streber. Na, Loser. Geht hier eigentlich noch jemand einkaufen? Wo ist denn Anna überhaupt schon wieder? Kanzlei. Als sie noch nicht so den Karrieretrip gefahren ist, war sie deutlich entspannter. Hast du schon was gegessen? Nina, Sojaschnitzelbrötchen. Okay. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verhungern hier und lassen unsere Alten heute Abend unsere skelettierten Leichen finden, was ihnen ganz recht geschehe. Oder? Oder ich lade dich jetzt auf der Stelle auf eine Bratwurst ein. Das klingt gut. Ja, dann los. Hallo, Christian. Hallo. Hallo. Ich sag's dir, was für ein stressiger Tag. Mit Fix und alle. Hast du Hunger? Die Kinder haben eingekauft. So ein Glas Wein wäre mir lieber. Kriegst du? Du etwa nicht? Nein. Ich bleib beim Wasser. Und wie war dein Tag? Ganz gut. Sie schläft. Ich möchte, dass wir uns wieder vertragen. Wegen Rosalie. Wegen uns. Weil ich, also im Hotel alleine, da habe ich über vieles nachgedacht. Ich habe versucht, meinen Schmerz und meine Eifersucht und meinen verletzten Stolz außen vor zu lassen und die Situation ganz nüchtern zu betrachten und... Okay, du hast mit einem anderen Mann geschlafen. Was ich damit sagen will, ist, ich kann damit leben. Irgendwie. Ich kann das verstehen. Wir haben einfach nur nebeneinander hergelebt und das ist auch zum Großteil meine Schuld. Also nicht nur, aber auch. Nein. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich wollte dich nicht so verletzen. Ich habe so eine Angst, dass ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Und
Und dass du mich jetzt nicht mehr liebst. Dass du mich jetzt gar nicht mehr lieben kannst. Ich liebe dich immer noch. Ich liebe deinen etwas zu breiten Mund und die Art, wie du dir die Schuhe bindest und immer darauf achtest, dass die Schnürsenkelenden gleich lang sind. Und ich liebe auch, wenn du den Marmeladenlöffel ableckst und dann wieder zurück ins Glas machst, obwohl das ja so hygienetechnisch eine Katastrophe ist, aber das weißt du ja. Ich liebe so vieles an dir, weil ich dich so gut kenne und weil du mich immer wieder umhaust. Und ich wünsche mir, dass es wieder funktioniert mit uns. Dann küss mich jetzt. Okay, spuck's aus. Was gibt's? Wie geht's eigentlich, Anke? Gut. Wie lange willst du noch um den heißen Brei rumreden? Blöd, Mann. Okay, wie du willst. Anke geht's gut. Sie hat erzählt, dass ihre tolle Logie eine Abstellkammer mitten im Luxushotel ist. Es gibt keinen Ventilator, es gibt keinen Kühlschrank, es gibt nur ein Bett, einen Tisch und einen Stuhl und Spiegel. Es gibt nichts. Sie war gestern okay. In so einem Trödelladen. Du hast gewonnen. Ich bin vielleicht lesbisch. Okay. Wow. Hast du es Papa schon erzählt? Ja. Und was hat er gesagt? Er meint, es wäre nur so eine Phase. Keine Ahnung. Und warum glaubst du, dass du lesbisch bist? Weil ich Sabrina geküsst habe. Und? Es war schön. Schön? Es hat sich gut angefühlt. Und hat es dich... Naja, hat es dich... Also war es diese Art von Kuss, die in deinem Kopf so einen Schalter umlegt und dann willst du diesen Menschen auf der Stelle vernaschen? Also, als du Jannik geküsst hast, war das besser oder war das schlechter? Ich weiß nicht. Also, wenn du dir nicht sicher bist, würde ich es vielleicht noch mal mit dem Jungen ausprobieren. Ich muss los. Ich auch. Aber ich habe Patienten. Und ich habe eine OP. Warte. Das war schön. Ja, das war's. Du hast ein ganz komisches Tier. Oh nee, mach das weg, bitte. Mach's weg. Nein. Nein! Was? Bleib hier! Bleib zu dir! Also, ehrlich gesagt, sie sind so dermaßen verhärtet, dass ich mich wundere, wie sie überhaupt noch laufen können. 2 Wochen. Dann bin ich hoffentlich CEO und dann wird alles besser. Ah! Sind Sie irre? Nehmen Sie Ihre Pfoten weg. Naja, im Prinzip seit dem Tod meiner Schwiegermutter. Seitdem ist Louis sehr einsilbig geworden und es wird immer schlimmer. Hat er denn ein enges Verhältnis zu seiner Großmutter? Ja, er ist faktisch bei ihr aufgewachsen. Mein Mann ist oft monatelang auf Montage. Dubai und Emirate und so. Mhm. Ich habe einen kleinen Laden für Anglerbedarf. Hat sich Martha sehr viel um ihn gekümmert.
Ich glaube, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn sich Louis nach all dem etwas zurückzieht. Jeder trauert anders. Und für so einen 7-Jährigen ist es sicherlich nicht einfach, das alles zu verarbeiten. Ja, ich glaube, er nimmt es uns übel, dass wir Oma vor einem halben Jahr ins Pflegeheim gegeben haben. Vielleicht sollten Sie mit ihm zum Kinderpsychologen. Waren wir schon. Er schiebt es auch auf die Trauer. Geben Sie ihm Zeit. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch verständlich, wenn er nach all dem im Sinne des Wortes dicht macht. Hm. Sie meinen, er ist so mit sich beschäftigt, dass er nichts hören will? Und sprechen auch nicht? Ja, ich bin kein Psychologe, aber als Vater würde ich das annehmen, ja. Geben Sie ihm Zeit. Setzen Sie ihn nicht unter Druck. Bringen Sie ihn auf andere Gedanken. Und wenn Sie wirklich weitergehende Veränderungen feststellen, dann kommen Sie gerne jederzeit zu mir. Danke. Und danke für Ihre Zeit, Dr. Kleist. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Nora, schicken Sie den nächsten Patienten rein. Danke. Ich habe ihn in Bauchlage massiert und es könnte sein, dass durch den Druck eine Rippe angeknackst ist. Hm, das wäre aber gar nicht gut. Ja. Könnte er mich deswegen verklagen? Ja, jetzt wollen wir nicht gleich in Panik verfallen. Lass uns Herrn Dangelmann erstmal anschauen. Keine Ahnung, wann ich hier rauskomme, Katja. Verschieb einfach das Meeting, ja? Tu mir den Gefallen. Guten Tag. Ah, Sie sind also der Chef von diesem Knochenbrecher, ja? Kleist, wo tut's Ihnen denn weh? Der Kollege hat mir den Brustkorb zerquetscht. Nun, dann wollen wir uns das mal anschauen. Bitte ziehen Sie Ihr Hemd aus und setzen sich hin. Enorme Stressverspannung und ein Beschleunigungstrauma der HWS durch einen Auffahrunfall. Ist denn der Stress beruflicher oder privater Natur? Ich habe kein Privatleben. Mhm. Workaholic. Zielstrebig. Herz? Habe ich nicht, brauche ich nicht. Verstehe. Irgendwelche anderen Beschwerden? Ab und zu Stiche, aber was hat das jetzt mit meinen Rippen zu tun? Möglicherweise ist die Ursache der Problematik in Ihrem muskulären Hohlorgan links neben dem Sternum zu finden. Quatsch. Der hat mich massiert und dann hat's wehgetan. Also hat er mir wahrscheinlich eine Rippe gebrochen. Und würden Sie die Diagnose bitte uns Ärzten überlassen? Sehr gerne. Wir machen ein EKG, um einen Infarkt auszuschließen. Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Und ich hoffe, Sie bemüßigen sich zeitnah eines angemessenen Tons. Und versuch, den Bein zu bringen. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Und gib ab zu Papa. Gib ab. Und... Oh. Da hat wohl jemand heimlich geübt, als ich in Dubai war, hä? Huh? Hast du geübt? Und weiter. Versuch's. Oh. Sehr gut. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Huh? Du bist der Beste. Luis. Bist du plötzlich stumm geworden? Und? Also ich kann keinerlei Fraktur erkennen. Ich auch nicht, aber... Aber ist da doch was? Ein minimaler Randwinkelerguss. Hier könnte die Folge eines akuten Traumas sein, aber dazu fehlt die knöcherne Verletzung. Die kann ich absolut ausschließen. Das heißt, du bist da aus dem Schneider. Ganz sicher. Puh, hab ich aber Schwein gehabt. Ja. Allerdings ist Dangelmann kein Simulant. Also irgendwoher müssen die Schmerzen im Brustraum ja stammen. Sie tippen auf das Herz. Könnte es nicht sein, dass es doch ein minimaler Pleuraerguss ist? Nein. Außerdem fehlt dazu die Klinik. Kleines Infiltrat? Oder ein sympathischer Erguss im Rahmen einer Pneumonie? Auf keinen Fall. Da lege ich mich fest. Die Zeichen entsprechen eher einer lange abgelaufenen Entzündung. Absolut kein Anhalt auf ein akutes Geschehen. Jetzt spiel ab zu Papa. Sehr gut. Und Papa fliegt. Und ja. Luis. Luis. Okay. Dann dribbeln, übernimm. Hey. Große, was ist denn los? Sollen wir aufhören? Sehr gut. Krisen muss man durchstehen. Komm. Spiel ab. Papa geht wieder zum Korb.
Und! Luis? Luis, alles klar? Hey, hey, hey. Julian, alles okay? Oh, ist nicht schlimm. Soll ich pusten? Komischer Typ. Totale Stresspersönlichkeit. Ja, absolut. Aber das EKG ist völlig normal. Keine Auffälligkeiten, nichts. Oh, kann ich ihn dann bitte, bitte nach Hause schicken? Der geht mir so auf den Keks mit seiner ewigen Telefoniererei. Ja. Hallo, Schatz. Na, was machst du? Saugen. Das hättet ihr ruhig auch mal machen können, während ich in München war. Hör mal, wir müssen uns echt einen Plan überlegen, so kann es nicht weitergehen. Ich habe weder Zeit noch Lust, für die Putzfrau zu spielen. Da gibt's überhaupt nichts zu stöhnen, ich meine das absolut ernst. Hör zu, kann ich dich zum Essen einladen? Als Entschädigung. Zum Lunch? Mittagessen. Ich müsste eigentlich noch einen Schriftsatz. Ach komm, wenigstens eine Stunde. Okay, ich hol dich ab. Alles klar. Gut, bis später. Ja, du und ich freue mich... Hallo? Riesig. Deine SMS hat mich mega neugierig gemacht. Hi. Selber hi. Experiment, ja? Klingt ja spannend. Ich meinte damit... Hat das was hiermit zu tun? Soll ich dir was mitbringen? Ich hab einen Salat dabei. Hey, Anna. Na? Geht's gut? Ja. Ich habe gehört, dass Michael wieder zu Hause eingezogen ist. Ja. Toll, das freut mich. Hey, ich zieh mich kurz um, ja? Okay. Guten Tag. Es tut mir leid, wir haben Oh, Herr Doktor! Was ist denn los? Kreissäge. Dr. Kleist. Kreissäge abgerutscht. Ach je, das muss man nähen. Entschuldige. Nora? Soll ich helfen? Wir schaffen das schon, ja? Wann war denn die letzte Tetanusimpfung? Keine Ahnung. Arztgattinnen-Schicksal. Sieht so aus, ja. Hast du Hunger? Ja. Ich habe einen Tisch bei Luigi. Das klingt gut. Meinst du, das hat Zukunft? Ich hoffe, dass mir Michael bald wieder voll vertrauen kann. Vor allem musst du aufhören, dir jetzt Vorwürfe zu machen und wirklich nach vorne sehen. Mir ist auch klar geworden, dass man eine Liebe pflegen muss. Ja, dann... Da sagst du was. Ärger im Paradies? Merkt man was? Ach komm, natürlich merkt man was. Ihr zwei schleicht gerade umeinander herum wie Hund und Katz. Ich weiß auch nicht. Jeder hat gerade Angst, was Falsches zu sagen und... Christian findet, München würde mich verändern. Findest du das auch? Naja, irgendwie schon. Aber hey, du hast so lange zurückgesteckt. Dann der berufliche Ärger, die Insolvenz. Natürlich willst du jetzt den Erfolg genießen und gibst Gas. Christian versteht das nicht. Ich weiß nur, dass du ihm fehlst. Der ganze Stress, der Druck. Dann die Geschichte mit den Tabletten, die Entwöhnung. Hat es zwar auch mit unserer Hilfe in den Griff gekriegt, aber du hast ihm gefehlt. Moment. Was für Tabletten und welche Entwöhnung? Hast du das nicht gewusst? Das tut mir jetzt leid. Ich habe wirklich gedacht, er hat mit dir darüber geredet. Er hat es der ganzen Familie gesagt.
wohl nicht zur Familie. So, es wird eine kleine Narbe geben, aber die Mädchen werden dich dafür später interessanter finden. Du kannst jetzt zu Nora gehen und den Apfel holen, wenn du möchtest. Wir kommen gleich, Luis. Ich mach mir Sorgen. Er spricht nicht, nicht mal mehr mit seinen Freunden. Und der Sturz? Er ist einfach hingefallen, als hätte er keine Kontrolle über seine Beine. Ich würde gerne ein EEG machen und Sie gleichzeitig bitten, zum Logopäden zu gehen. Wozu das EEG? Bitte. Ich vermute, Ihr Junge hat ein psychisches Trauma, ausgelöst durch den Verlust der Großmutter. Wenn ich recht habe, dann kann der Logopäde versuchen, einer möglichen Entwicklungsstörung entgegenzuwirken. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben unsere Frage noch nicht beantwortet. Warum das EEG? Zur Sicherheit. Es könnte auch sein, dass eine Veränderung der Hirnrinde für Louis' Probleme verantwortlich ist. Das glaube ich zwar nicht, aber ich muss es eben überprüfen. Machen Sie sich nicht allzu große Sorgen. Du hast was? Nicht dein Ernst. Ich dachte, Anna weiß es längst. Lisa, du musst es ihm sofort sagen. Es ist nicht nötig. Ich weiß Bescheid. Aber es wäre sehr nett gewesen, es von dir persönlich zu erfahren. Und ich geht's gerade überhaupt nicht. Ja, um mich ging's ja nie in diesem Spiel. Oder meine Gefühle. Es geht immer nur um dich. Ich rede mit ihm. Sammlung? Hattest du Streit mit Papa? Mhm. Hab ich auch manchmal, aber das geht vorbei. Ja, Katja. Stecke ich dir noch die letzten dran? Letzten Stecker. Ich habe vielleicht was Blödes gemacht. Willst du dich erstmal setzen? Ich habe Anna das mit der Tablettensucht erzählt. Ich wusste ja nicht, dass du ihr das nicht gesagt hast. Super, jetzt kannst du aufhören. Jetzt machen wir die Augen wieder auf. Jetzt haben wir es geschafft. Aber es tut mir leid. So. Nora, ich muss dringend weg. Au! Daniel, Mann, was ist denn? Mir zerreißt die Brust. Kommen Sie mal rüber. Bleiben Sie ganz ruhig. Nora, 100 Milligramm Tramadol. Oh, was sind denn das für Schmerzen? Ich gebe Ihnen was und dann werden wir weitersehen. Okay. Okay. Na, rein mit dir. Woher kommt denn jetzt die interkostale Neuralgie? Ein unerkannter Infarkt. Die Bestimmung der Herzenzyme war ohne Befund. Ich sehe auch keine abnutzungsbedingten Veränderungen an der Wirbelsäule. Könnte es denn sein, dass die Einengung der Nervenwurzeln für die Schmerzsensation verantwortlich ist? Dafür gibt es keine Hinweise. Lunge und Rippenfell sind völlig in Ordnung.
Termine? Ja, ich muss weg. Gehen Sie schon. Ich sehe mir das Ganze nochmal in der Vergrößerung an. Danke. Ja, ich habe ja sonst kein Privatleben. Dr. von Hartsfeld, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz unfroh, dass Sie und meine Tochter nicht mehr... Ich respektiere Ihren Standpunkt, aber ich teile ihn nicht. Eins wäre da noch, wollte ich Ihnen schon lange sagen. Was denn? Ihre Anwesenheit in unserer Praxis. Das ist eine echte Bereicherung. Sagen Sie mal, was hat er mir denn da für ein Wundermittel gespritzt? Es ist ein starkes Schmerzmittel, ein Opiat. Davon hätte ich gern einen kleinen Vorrat. Aha, vergessen Sie, es ist verschreibungspflichtig. Ja, schon gut, ich hab's begriffen. Kann Sie jemand abholen? Sie sollten jetzt nicht selbst fahren. Ich nehme ein Taxi. Da raus. Du bist doch nie da! Hallo, es gibt ein Telefon. Telefon? Sowas bespricht man doch nicht am Telefon. Nein, denn es ist offensichtlich ein Thema, das du überhaupt nicht mit mir besprichst. Manche Dinge, die muss man mit sich selbst ausmachen. Oh, der große Schweiger. Mischt sich in alles ein, will alles von allen wissen. Kriegen Sie schon wieder ein? Deiner Unsinn. Seit Wochen schmeißt du dir Tabletten ein. Du hättest es für geboten, deswegen eine Familienkonferenz ins Leben zu rufen, damit man dir auf die Finger sieht. Und mir? Mir sagst du kein Wort davon? Weil du immer nur mit deiner Scheißkarriere beschäftigt bist. Was? Was? Wer sagt das gerade? Du 100%iger Vater? Du 200%iger Arzt? Das wissen wir schon. Anfang an. Das war von Anfang an bewusst. Das war immer nur das fünfte Rad am Wagen. Das haben sie doch wohl selber nicht. Ich stand sehr wohl immer ganz hinten in der Reihe. Aber weißt du, was am meisten wehtut? Du vertraust mir nicht. Das ist nicht wahr. Ich vertraue dir sehr wohl. Nein, nein, das tust du nicht. Mir am allerwenigsten. Es tut verdammt weh. Dr. von Hartsfeld. Dr. Kleist. Was machen Sie denn hier? Arbeiten? Wie spät ist es denn? Es ist 7 Uhr morgens. Mit Verlaub, aber Sie sehen irgendwie fertig aus. Sie auch. Die Liebe? Ja, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht. Sind wir schon zu zweit. Tee? Kaffee. Ich habe da was gefunden auf den Aufnahmen von Herrn Dangelmann. Das wollte ich Ihnen zeigen. Hier, sehen Sie hier an der zweiten Rippe einen Brustbeinansatz? Das ist doch eine Verdichtung. Mhm. Kaum zu erkennen. Und keine kardiale Ursache für seine Schmerzen. Ernsthaft? Ja. Dann habe ich aber eine Idee. Geht's hier auch eine Nummer kleiner? Ich muss den Schmerzpunkt erreichen. Was ist da drin? Lidocain. Ein lokaler Anästhetikum. Mhm. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Grün. Schon passiert. Wo
Und jetzt? Jetzt warten wir. Und wenn Sie eine Veränderung spüren, dann sagen Sie mir Bescheid. Okay. Fertig? Ist dir kalt? Luis! Luis! Gregor! Diana, was ist los? Ruf den Notarzt, schnell! Luis? Ja, guten Tag, wir brauchen einen Notarzt. Das heißt, wir können normal mit der Therapie fortfahren. Beim Morbustice ist das sogar angeraten. Also irgendwie habe ich diese seltsame Diagnose immer noch nicht so ganz verstanden. Nun, beim Morbustice kommt es bei den oberen Rippen und dem Übergang zum Brustbein häufig zu druckschmerzhaften Schwellungen. Ja, und wie schmerzhaft? Ja, diese extremen Schmerzen führen dazu, dass die Diagnose häufig Richtung Herz geht. Okay, und die Schwellung, die geht dann irgendwann von alleine zurück? Ja, vorausgesetzt, Sie nehmen Ihre Antirheumatika. Und bei Bedarf Schmerzmittel allerdings bitte nicht so oft. Ja, und woher kommt jetzt der ganze Spuk? Das ist bei Morbus Tietze leider nicht so genau feststellbar. Kann ganz viele Ursachen haben. Beispielsweise nach einer Operation oder auch Überbelastung und Ermüdung. Den Knochenbrecher nehme ich natürlich zurück. Ich würde Ihnen in Ihrem eigenen Interesse noch empfehlen, dass Sie vielleicht Ihre Aktivitäten etwas zurücknehmen. Für dieses Mal hatten Sie Glück, aber möglicherweise ist es beim nächsten Mal tatsächlich das Herz. Was er nicht hat. Herr Doktor, es ist wichtig. Dr. Sandmann. Entschuldigung. Ja, Michael? Im Ernst? Okay, ich bin gleich da. Danke. Entschuldigen Sie mich. Dann sehen wir uns nächste Woche. Abgemacht. Danke. Es war ein schwerer zerebraler Krampfanfall. Was sagt Ihr EEG? Krampfpotenziale in temporalen und temporo-okzipitalen Cortex-Arealen. Lass mich raten. Unter Einbeziehung des Hör- und Sprachzentrums? Exakt. Broca- und Wernicke-Areal. Verdammt. Das heißt, es ist keine psychische Belastungsstörung. Das heißt, der Sprachverlust ist progredient. LKS. Soll ich mit den Eltern reden, oder? Nein, mach ich schon. Was? Anna und du? Sie hat in der Kanzlei geschlafen. Holst du sie zurück? Ich rede jetzt mit den Eltern. Und das heißt was? Wir werden zweierlei Therapien anwenden. Zum einen medikamentös und zum anderen über Logopädie. Dadurch können wir den Sprachverlust stoppen und die Sprechfähigkeit wieder aufbauen. Landau-Kleffner-Syndrom. Klingt fast harmlos. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine Hoffnung auf vollständige Genesung machen kann. Aber es wird besser. Stück für Stück. Der Arme. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, überhaupt. Es ist nur so, dass wir viel zu wenig über die Ursachen von LKS wissen. Es kann jeden treffen. Auf jeden Fall danke für Ihre Offenheit. Ich gehe jetzt wieder zu Luis. Er wird uns brauchen. Ja. Wichtig ist, dass Sie wissen, er wollte Sie nicht bestrafen. Das ist ein kleiner Trost. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Geht's dir besser?
Das ist ein gutes Zeichen, dass Sie so lange reden. Er kommt. Mit Anna? Kann ich nicht sehen. Und? Ein Bier? Ja. Wann kommt Anna wieder? Wir hatten ein super Gespräch. Danke. Über unsere Fehler, über unsere Wünsche und was wir uns so vorstellen für die Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft, hoffe ich. Ich verspreche auch, mir im Haushalt zu helfen. Ich auch. Das werdet ihr auch müssen. Anna wird nach München ziehen. Wir haben beschlossen, uns zu trennen. Aber es gab kein böses Wort oder so. Es war wirklich ein gutes Gespräch. Und so ist es halt. Und wir haben uns. Ich will immer seine Ohren durchspülen. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Na klar. Super. Frau Al-Shah kommt um 9:30. Und bringt sie einen Dolmetscher mit? Die Bürgerhilfe stellt ein. Mit Verlaub, Sie sehen ganz schlimm aus. Ich weiß. Instrumente sind sterilisiert. Danke, Edeltraud. Ich komme gleich. Hier. Dieses Augenfluid, das wirkt wahre Wunder. Das ist bio und vegan, kann gar nichts passieren. Einfach in die Tränensäcke einklopfen und dann sieht man aus wie frischer Morgentau und nicht mehr das heulende Elend. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Bitte durchsehen, unterschreiben und dann zurück an mich. Schaffen Lisa und Michael das? Na klar. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee? Du bist doch die geborene Teetrinkerin. Seit ich in München diese geniale Coffee-Bar entdeckt habe. Die machen es da mit so einer Art Siphon. Es sieht aus wirklich wie in einem Chemielabor. Das ist wirklich genial. Auch Max ist schon ein richtiger Coffee-Aficionado. Aha. Na, Max, mein Kollege. Ja, ich bin nicht eifersüchtig. Gibt's doch gar keinen Grund dafür. München verändert dich. Ja, München ist toll. Viel Input. Und irgendwie hip. Musik.
Warum sagt er das dann? Warum sagt er, er will die Scheidung? Michael ist verletzt. Da sagt man manchmal Dinge, die man gar nicht so meint. Er schafft das schon. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Kaffee gemacht. Klar hast du einen Fehler gemacht, aber es wird schon seinen Grund haben, oder? Magst du noch Soße? Sag einfach, wenn du noch mehr willst, ja? Vermisst sie sehr, hm? Ihr habt sie einfach weggeschickt. Luis, das darfst du nicht sagen. Außerdem, wo hätte sie denn schlafen sollen, hm? In deinem Zimmer? Das ist doch viel zu klein. Glaub mir, Oma war in dem Heim gut aufgehoben. Alte Menschen sterben. Das ist das Leben. Sie fehlt dir. Uns fehlt sie auch. Natürlich haben wir Probleme. Mir wird so viel Alltag und so wenig Spaß. Aber ich bin fremdgegangen, nicht er. Gib ihm Zeit. Dann wird ihm klar sein, dass euch mehr verbindet. Viel, viel mehr. So, die Wunde sieht schon wieder sehr gut aus. Das heißt, Nora kann ab morgen die Verbände wechseln. Okay, super. Möchtest du einen Lolli? Luis, der Doktor spricht mit dir. Das macht er in letzter Zeit öfter. Ich weiß nicht, ob er nicht hört oder nicht hören will. Luis! Hey. Möchtest du einen Lolli? Ich würde mir gerne mal die Ohren ansehen. In dem Alter ist eigentlich eine Ohrenschmalz-Überproduktion nicht ungewöhnlich. Ich guck mir mal dein Ohr an. Lies, merkt man was? Ach komm, natürlich merkt man was. Ihr zwei schleicht gerade umeinander herum wie Hund und Katz. Ach, ich weiß aber auch nicht. Jeder hat gerade Angst, was Falsches zu sagen und... Christian findet, München würde mich verändern. Findest du das auch? Naja, irgendwie schon. Aber hey, du hast so lange zurückgesteckt. Dann der berufliche Ärger, die Insolvenz. Natürlich willst du jetzt den Erfolg genießen und gibst Gas. Christian versteht das nicht. Ich weiß nur, dass du ihm fehlst. Der ganze Stress, der Druck. Dann die Geschichte mit den Tabletten, die Entwöhnung. Hattest du auch mit unserer Hilfe in den Griff gekriegt, aber du hast ihm gefehlt. Moment. Was für Tabletten und welche Entwöhnung? Hast du das nicht gewusst? Das tut mir jetzt leid. Ich habe wirklich gedacht, er hat mit dir darüber geredet. Er hat es der ganzen Familie gesagt. Tja. Ich gehöre wohl nicht zur Familie. So. Es wird eine kleine Narbe geben, aber die Mädchen werden mich dafür später interessanter finden. Du kannst jetzt zu Nora gehen und den Apfel holen, wenn du möchtest. Wir kommen gleich, Luis.
noch mehr Sorgen. Er spricht nicht mal mehr mit seinen Freunden. Und der Sturz? Er ist einfach hingefallen, als hätte er keine Kontrolle über seine Beine. Ich würde gerne ein EEG machen und Sie gleichzeitig bitten, zum Logopäden zu gehen. Wozu das EEG? Bitte. Ich vermute, Ihr Junge hat ein psychisches Trauma, ausgelöst durch den Verlust der Großmutter. Wenn ich recht habe, dann kann der Logopäde versuchen, einer möglichen Entwicklungsstörung entgegenzuwirken. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben unsere Frage noch nicht beantwortet. Warum das EEG? Zur Sicherheit. Es könnte auch sein, dass eine Veränderung der Hirnrinde für Louis' Probleme verantwortlich ist. Das glaube ich zwar nicht, aber ich muss es eben überprüfen. Machen Sie sich nicht allzu große Sorgen. Du hast was? Nicht dein Ernst. Ich dachte, Anna weiß es längst. Lisa, du musst es ihm sofort sagen. Es ist nicht nötig. Ich weiß Bescheid. Aber es wäre sehr nett gewesen, das von dir persönlich zu erfahren. Um dich geht's gerade überhaupt nicht. Ja, um mich ging's ja nie in diesem Spiel. Oder meine Gefühle. Es geht immer nur um dich. Ich rede mit ihm. Aber ich habe Patienten. Und ich habe eine OP. Warte. Das war schön. Ja, das war's. Du hast ein ganz komisches Tier. Oh nee, mach das weg, bitte. Mach's weg. Reingefallen. Nein! Was? Bleib hier! Bleibst du hier! Also, ehrlich gesagt, sie sind so dermaßen verhärtet, dass ich mich wundere, wie sie überhaupt noch laufen können. Noch 2 Wochen. Dann bin ich hoffentlich CEO und dann wird alles besser. Ah! Sind Sie irre? Nehmen Sie Ihre Pfoten weg. Naja, im Prinzip seit dem Tod meiner Schwiegermutter. Seitdem ist Louis sehr einsilbig geworden und es wird immer schlimmer. Hat er denn ein enges Verhältnis zu seiner Großmutter? Ja, er ist faktisch bei ihr aufgewachsen. Mein Mann ist oft monatelang auf Montage. Dubai und Emirate und so. Mhm. Ich habe einen kleinen Laden für Anglerbedarf. Hat sich Martha sehr viel um ihn gekümmert. Ich glaube, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn sich Louis nach all dem etwas zurückzieht. Jeder trauert anders. Und für so einen 7-Jährigen ist es sicherlich nicht einfach, das alles zu verarbeiten. Ja, ich glaube, er nimmt es uns übel, dass wir Oma vor einem halben Jahr ins Pflegeheim gegeben haben. Vielleicht sollten Sie mit ihm zum Kinderpsychologen. Waren wir schon. Er schiebt auch auf die Trauer. Geben Sie ihm Zeit. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch verständlich, wenn er nach all dem im Sinne des Wortes dicht macht. Hm. Sie meinen, er ist so mit sich beschäftigt, dass er nichts hören will? Und sprechen auch nicht? Ja, ich bin kein Psychologe, aber als Vater würde ich das annehmen, ja. Geben Sie ihm Zeit. Setzen Sie ihn nicht unter Druck. Bringen Sie ihn auf andere Gedanken. Und wenn Sie wirklich weitergehende Veränderungen feststellen, dann kommen Sie gerne jederzeit zu mir. Danke. Und danke für Ihre Zeit, Dr. Kleist. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Nora, schicken Sie den nächsten Patienten rein. Danke. Ich habe ihn in Bauchlage massiert und es könnte sein, dass durch den Druck eine Rippe angeknackst ist. Das wäre aber gar nicht gut. Ja. Könnte er mich deswegen verklagen? Ja, jetzt wollen wir nicht gleich in Panik verfallen. Was sagen? Außerdem, wo hätte sie denn schlafen sollen, hm? In deinem Zimmer? Das ist doch viel zu klein. Laut mir, Oma war in dem Heim gut aufgehoben. Alte Menschen sterben.
Das ist das Leben. Sie fehlt dir, hm? Uns fehlt sie auch. Schaffen Lisa und Michael das? Na klar. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee? Du bist doch die geborene Teetrinkerin. Seit ich in München diese geniale Coffee-Bar entdeckt habe. Die machen das damit so einer Art Siphon. Es sieht aus wirklich wie in einem Chemielabor. Das ist wirklich genial. Auch Max ist schon ein richtiger Coffee-Aficionado. Aha. Na Max, mein Kollege. Ja? Ich bin nicht eifersüchtig. Gibt's doch gar keinen Grund dafür. München verändert dich. Ja, München ist toll. Viel Input. Und irgendwie hip. Hörst du denn nicht beim Reden zu? Was sag ich denn? Du klingst irgendwie so wie diese 20-jährigen Hipster. Mit Bart im Gesicht, nur dass du doppelt so alt bist. Danke. Sehr charmant. So war das jetzt auch nicht gemeint. Na, wie denn sonst? Du klingst einfach anders. Aufgesetzt, so gekünstelt, gar nicht wie du selbst. Ich versuche eben, irgendwie mit der Zeit Schritt zu halten. Gute Nacht. Gute Nacht. Und? Es war schön. Schön? Es hat sich gut angefühlt. Und hat es dich... Naja, hat es dich... Also war es diese Art von Kuss, die in deinem Kopf so einen Schalter umlegt und dann willst du diesen Menschen auf der Stelle vernaschen? Also als du Jannik geküsst hast, war das besser oder war das schlechter? Ich weiß nicht. Also wenn du dir nicht sicher bist, würde ich es vielleicht nochmal mit dem Jungen ausprobieren. Ich muss los. Ich auch. Aber ich habe Patienten. Und ich habe eine OP. Warte. Das war schön. Ja, das war's. Du hast ein ganz komisches Tier. Oh nee, mach das weg, bitte. Mach's weg. Reingefallen. Nein, was? Bleib hier! Bleibst du hier? Ehrlich gesagt, sie sind so dermaßen verhärtet, dass ich mich wundere, wie sie überhaupt noch laufen können. Noch 2 Wochen. Dann bin ich hoffentlich CEO und dann wird alles besser. Ah! Sind Sie irre? Nehmen Sie Ihre Pfoten weg. Naja, im Prinzip seit dem Tod meiner Schwiegermutter. Seitdem ist Louis sehr einsilbig geworden und es wird immer schlimmer. Hat er denn ein enges Verhältnis zu seiner Großmutter? Ja, er ist faktisch bei ihr aufgewachsen. Mein Mann ist oft monatelang auf Montage. Dubai und Emirate und so. Mhm. Ich habe einen kleinen Laden für Anglerbedarf. Hat sich Martha sehr viel um ihn gekümmert. Ich glaube, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn sich Louis nach all dem etwas zurückzieht. Jeder trauert anders. Und für so einen 7-Jährigen ist es sicherlich nicht einfach, das alles zu verarbeiten.
Ich glaube, er nimmt es uns übel, dass wir Oma vor einem halben Jahr ins Pflegeheim gegeben haben. Vielleicht sollten Sie mit ihm zum Kinderpsychologen. Waren wir schon. Er schiebt es auch auf die Trauer. Geben Sie ihm Zeit. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch verständlich, wenn er nach all dem im Sinne des Wortes dicht macht. Hm. Sie meinen, er ist so mit sich beschäftigt, dass er nichts hört? Aber es wird besser. Stück für Stück. Der Arme. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur so, dass wir viel zu wenig über die Ursachen von LKS wissen. Es kann jeden treffen. Auf jeden Fall danke für Ihre Offenheit. Ich gehe jetzt wieder zu Luis. Er wird uns brauchen. Ja. Wichtig ist, dass Sie wissen, er wollte Sie nicht bestrafen. Das ist ein kleiner Trost. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, Luis. Geht's dir besser? Es ist ein gutes Zeichen, dass Sie so lange reden. Er kommt. Mit Anna? Kann ich nicht sehen. Und? Ein Bier? Ja. Wann kommt Anna wieder? Wir hatten ein super Gespräch. Danke. Über unsere Fehler, über unsere Wünsche und was wir uns so vorstellen für die Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft, hoffe ich. Ich verspreche auch, mir im Haushalt zu helfen. Ich auch. Das werdet ihr auch müssen. Anna wird nach München ziehen. Wir haben beschlossen, uns zu trennen. Aber es gab kein böses Wort oder so. Es war wirklich ein gutes Gespräch. Und so ist es halt. Und wir haben uns. Hallo, Christian. Hallo. Hallo. Ach. Ich sag's dir, was für ein stressiger Tag. Mit Fix und alle. Hast du Hunger? Die Kinder haben eingekauft. So ein Glas Wein wäre mir lieber. Kriegst du? Du etwa nicht? Nein. Ich bleib beim Wasser. Und wie war dein Tag? Ganz gut. Sie schläft. Ich möchte, dass wir uns wieder vertragen.
Wegen Rosalie. Wegen uns. Weil ich, also im Hotel alleine habe ich über vieles nachgedacht. Ich habe versucht, meinen Schmerz und meine Eifersucht und meinen verletzten Stolz außen vor zu lassen und die Situation ganz nüchtern zu betrachten. Und okay, du hast mit einem anderen Mann geschlafen. Was ich damit sagen will, ist, ich kann damit leben. Irgendwie. Ich kann das verstehen. Wir haben einfach nur nebeneinander hergelebt und das ist auch zum Großteil meine Schuld. Also nicht nur, aber auch. Nein. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich wollte dich nicht so verletzen. Ich habe so eine Angst, dass ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Und dass du mich jetzt... Du vermisst sie sehr, hm? Ihr habt sie einfach weggeschickt. Luis, das darfst du nicht sagen. Außerdem, wo hätte sie denn schlafen sollen, hm? In deinem Zimmer? Das ist doch viel zu klein. Laut mir, Oma war in dem Heim gut aufgehoben. Ach, Luis. Alte Menschen sterben. Das ist das Leben. Sie fehlt dir, Uns fehlt sie auch. Schaffen Lisa und Michael das? Na klar. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee? Du bist doch die geborene Teetrinkerin. Seit ich in München diese geniale Coffee-Bar entdeckt habe. Die machen es da mit so einer Art Siphon. Es sieht aus wirklich wie in einem Chemielabor. Ist wirklich genial. Auch Max ist schon ein richtiger Coffee-Aficionado. Aha. Na Max, mein Kollege. Ja? Ich bin nicht eifersüchtig. Gibt's doch gar keinen Grund dafür. München verändert dich. Ja, München ist toll. Viel Input. Und irgendwie hip. Hörst du denn nicht beim Reden zu? Was sag ich denn? Du klingst irgendwie so wie diese 20-jährigen Hipster. Mit Bart im Gesicht, nur dass du doppelt so alt bist. Danke. Sehr charmant. So war das jetzt auch nicht gemeint. Na, wie denn sonst? Du klingst einfach anders. Aufgesetzt, so gekünstelt, gar nicht wie du selbst. Ich versuche eben, irgendwie mit der Zeit Schritt zu halten. Gute Nacht. Die Liebe? Ja, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht. Ja. Dann wir schon zu zweit. Tee? Kaffee. Ich habe da was gefunden auf den Aufnahmen von Herrn Dangelmann, das wollte ich Ihnen zeigen. Hier, sehen Sie hier an der zweiten Rippe einen Brustbeinansatz? Das ist doch eine Verdichtung. Kaum zu erkennen. Und keine kardiale Ursache für seine Schmerzen. Ernsthaft? Ja. Dann habe ich aber eine Idee. Geht's hier auch eine Nummer kleiner? Ich muss den Schmerzpunkt erreichen.
Was ist da drin? Lidocain. Ein Lokalanästhetikum. Mhm. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Grün. Schon passiert. Und jetzt? Jetzt warten wir. Und wenn Sie eine Veränderung spüren, dann sagen Sie mir Bescheid. Okay. Fertig? Ist dir kalt? Luis! Luis! Gregor! Diana, was ist los? Ruf den Notarzt, schnell! Luis? Ja, guten Tag, wir brauchen einen Notarzt. Das heißt, wir können normal mit der Therapie fortfahren. Beim Obustice ist das sogar angeraten. Also irgendwie habe ich diese seltsame Diagnose immer noch nicht so ganz verstanden. Nun, beim Obustice kommt es bei den oberen Rippen und dem Übergang zum Brustbein häufig zu druckschmerzhaften Schwellungen. Ja, und wie schmerzhaft? Ja, diese extremen Schmerzen führen dazu, dass die Diagnose häufig Richtung Herz geht. Okay, und die Schwellung, die geht dann irgendwann von alleine zurück? Ja, vorausgesetzt, Sie nehmen Ihre Antirheumatika. Und bei Bedarf Schmerzmittel allerdings bitte nicht so oft. Ja, und woher kommt jetzt der ganze Spuk? Das ist bei Morbus Tietze leider nicht so genau feststellbar. Kann ganz viele Ursachen haben. Beispielsweise nach einer Operation oder auch Überbelastung und Ermüdung. Den Knochenbrecher nehme ich natürlich zurück. Ich würde Ihnen neben Ihrem eigenen Interesse noch empfehlen, dass Sie vielleicht Ihre Aktivitäten etwas zurücknehmen. Für dieses Mal hatten Sie Glück, aber möglicherweise ist es beim nächsten Mal tatsächlich das Herz. Was er nicht hat. Herr Doktor. Es war ein schwerer zerebraler Krampfanfall. Was sagt Ihr EEG? Krampfpotenziale in temporalen und temporo-okzipitalen Kortexarealen. Lass mich raten. Unter Einbeziehung des Hör- und Sprachzentrums? Exakt. Broca und Wernicke Areal. Verdammt. Das heißt, es ist keine psychische Belastungsstörung. Das heißt, der Sprachverlust ist progredient. LKS. Hm. Soll ich mit den Eltern reden, oder? Nein, mach ich schon. Was? Anna und du? Sie hat in der Kanzlei geschlafen. Holst du sie zurück? Ich rede jetzt mit den Eltern. Und das heißt was? Wir werden zweierlei Therapien anwenden. Zum einen medikamentös und zum anderen über Logopädie. Dadurch können wir den Sprachverlust stoppen und die Sprechfähigkeit wieder aufbauen. Landau-Kleffner-Syndrom. Klingt fast harmlos. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine Hoffnung auf vollständige Genesung machen kann. Aber es wird besser. Stück für Stück. Der Arme. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur so, dass wir viel zu wenig über die Ursachen von LKS wissen. Es kann jeden treffen. Auf jeden Fall danke für Ihre Offenheit. Ich gehe jetzt wieder zu Luis. Er wird uns brauchen. Wichtig ist, dass Sie wissen, er wollte Sie nicht bestrafen. Das ist ein kleiner Trost. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, Luis. Geht's dir besser?
Das ist ein gutes Zeichen, dass Sie so lange reden. Er kommt. Mit Anna? Kann ich nicht sehen. Und? Ein Bier? Das ist ein gutes Zeichen, dass Sie so lange reden. Er kommt. Mit Anna? Kann ich nicht sehen. Und? Ein Bier? Ja. Wann kommt Anna wieder? Wir hatten ein super Gespräch. Danke. Über unsere Fehler, über unsere Wünsche und was wir uns so vorstellen für die Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft, hoffe ich. Ich verspreche auch, mir im Haushalt zu helfen. Ich auch. Das werdet ihr auch müssen. Anna wird nach München ziehen. Wir haben beschlossen, uns zu trennen. Aber es gab kein böses Wort oder so. Es war wirklich ein gutes Gespräch. Und so ist es halt. Und wir haben uns. Ich will immer seine Ohren durchspülen. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Na klar. Super. Frau Al-Shah kommt um 9:30 Uhr. Und bringt sie einen Dolmetscher mit? Die Bürgerhilfe stellt ein. Mit Verlaub, Sie sehen ganz schlimm aus. Ich weiß. Die Instrumente sind sterilisiert. Danke, Edeltraut. Ich komme gleich. Hier. Dieses Augenfluid, das wirkt wahre Wunder. Das ist bio und vegan, kann gar nichts passieren. Einfach in die Tränensäcke einklopfen und dann sieht man aus wie frischer Morgentau und nicht mehr das heulende Elend. Guten Morgen, Dame. Guten Morgen. Bitte durchsehen, unterschreiben und dann zurück an mich. Ja? Ich wünsche mir, dass es wieder funktioniert mit uns. Dann küss mich jetzt. Okay, spuck's aus. Was gibt's? Wie geht's eigentlich, Anke? Gut. Wie lange willst du noch um den heißen Brei rumreden? Blöd, Mann. Okay, wie du willst. Anke geht's gut. Sie hat erzählt, dass ihre tolle Logie eine Abstellkammer mitten im Luxushotel ist. Es gibt keinen Ventilator, es gibt keinen Kühlschrank, es gibt nur ein Bett, einen Tisch und Stuhl und Spiegel. Sonst nichts. Sie war gestern okay. In so einem Trödelladen. Du hast gewonnen. Ich bin vielleicht lesbisch. Okay. Wow. Hast du es Papa schon erzählt? Ja. Und was hat er gesagt? Er meint, es wäre nur so eine Phase. Keine Ahnung.
Und warum glaubst du, dass du lesbisch bist? Weil ich Sabrina geküsst habe. Und? Es war schön. Schön? Es hat sich gut angefühlt. Und hat es dich... Naja, hat es dich... Also war es diese Art von Kuss, die in deinem Kopf so einen Schalter umlegt und dann willst du diesen Menschen auf der Stelle vernaschen? Also als du Jannik geküsst hast, war das besser oder war das schlechter? Ich weiß nicht. Also wenn du dir nicht sicher bist, würde ich es vielleicht nochmal mit dem Jungen ausprobieren. Ich muss los. Ich auch. Aber ich habe Patienten. Und ich habe eine OP. Warte, warte. Das war schön. Ja, das war schön. Magst du noch Soße? Sag einfach, wenn du noch mehr willst, ja? Ich vermisse sie sehr, hm? Ihr habt sie einfach weggeschickt. Luis, das darfst du nicht sagen. Außerdem, wo hätte sie denn schlafen sollen, hm? In deinem Zimmer? Das ist doch viel zu klein. Laut mir, Oma war in dem Heim gut aufgehoben. Alte Menschen sterben. Das ist das Leben. Sie fehlt dir. Uns fehlt sie auch. Schaffen Lisa und Michael das? Na klar. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee? Du bist doch die geborene Teetrinkerin. Seit ich in München diese geniale Coffee-Bar entdeckt habe. Die machen das da mit so einer Art Siphon. Es sieht aus wirklich wie in einem Chemielabor. Das ist wirklich genial. Auch Max ist schon ein richtiger Coffee-Aficionado. Aha. Na Max, mein Kollege. Ja? Ich bin nicht eifersüchtig. Das war von Anfang an gewusst. Das war immer nur das fünfte Rad am Wagen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich stand sehr wohl immer ganz hinten. Aber weißt du, was am meisten wehtut? Du vertraust mir nicht. Das ist nicht wahr. Ich vertraue dir sehr wohl. Nein, nein, das tust du nicht. Mir am allerwenigsten. Es tut verdammt weh.
Dr. von Hatzfeld? Dr. Kleist, was machen Sie denn hier? Arbeiten? Wie spät ist es denn? Es ist 7 Uhr morgens. Mit Verlaub, aber Sie sehen irgendwie fertig aus. Sie auch. Die Liebe? Ja, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht. Sind wir schon zu zweit. Tee? Kaffee. Ich habe da was gefunden auf den Aufnahmen von Herrn Dangelmann. Das wollte ich Ihnen zeigen. Hier, sehen Sie hier an der zweiten Rippe einen Brustbeinansatz? Das ist doch eine Verdichtung. Mhm. Kaum zu erkennen. Und keine kardiale Ursache für seine Schmerzen. Ernsthaft? Ja. Dann habe ich aber eine Idee. Geht's hier auch eine Nummer kleiner? Ich muss den Schmerzpunkt erreichen. Was ist da drin? Lidocain. Ein lokaler Anästhetikum. Mhm. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Grün. Schon passiert. Und jetzt? Jetzt warten wir. Und wenn Sie eine Veränderung spüren, dann sagen Sie mir Bescheid.